Und da ist der Gusor wieder. Und mal schauen, ich hatte noch was geschrieben, mal gucken. So ist es ja, vom Meister verprügelt. Hat auf den Zahn bekommen. So, aber jetzt gucke ich mal, was ich hier noch reißen kann. Ja, wäre natürlich auch eine Base, die ich platt machen könnte, aber da reicht mir dann, dafür will ich meine Truppen nicht verballern. 111k nett. Ganz in Ordnung, 110. Aber wie gesagt, ich meine, wie gesagt, das 400er-Ding ist natürlich der Knaller. Ganz klare Sache. Also, ja, Anschluss an gestern natürlich auch nett. Auch nett, auf jeden Fall. Aber keine Spells, die ich jetzt... Aber, ha. Hier hätte ich schon mal... Oh, ganz ehrlich, den muss ich nehmen. Den muss ich nehmen. Da ist einer. Die Infernos, ja, okay. Aber egal. Ganz ehrlich, da muss man doch reingehen, auf jeden Fall. Dann noch gleich mit den Minions hinterher. Dass die hier noch richtig rausholen. Und wie gesagt, also da muss dann einfach was passieren. Ich habe gar nicht geguckt, ob er eine CB drin hat. Ja, da, die ist einfach an mir vorbeigegangen sozusagen. Ja, Loons sind down, klar. Ah, die Infernos auf Single, naja, die sollten da jetzt auch gut auf die Fresse noch bekommen. Na komm, der erste, ja genau, der erste ist down, passt. Mein King ist schon relativ weit, dass ich da jetzt, klar, gegen den anderen King sehe ich sonst keinen Stich. Ich meine, klar, meine Queen gibt noch gut, na komm, komm, komm. Und Queen, jetzt musst du langsam, wäre cool, wenn, ja genau, wenn du jetzt aufs Rathaus gehst. Ja, da ist noch was, was noch schön deft im Vordergrund, dass die Queen nicht kaputt geht. Geil, geil. Ja, cool. Was will ich mehr? Also, Alex-mäßig hat sich's auf jeden Fall gelohnt. Jetzt gucken wir mal, aber viel mehr wird jetzt hier nicht gehen. Ah, das Dunkle, das lohnt sich nicht. Das Dunkle lohnt sich nicht. Echt nicht. Komm, ich habe den Sieg in der Tasche. Klar, ich hätte jetzt noch sagen können, ja, ärgere ich mich ein bisschen, dass ich jetzt die 2% nicht mehr mitgenommen habe, aber gut. Dafür, wie gesagt, ist die Queen auf jeden Fall beim nächsten Mal mit dabei. Und weiter geht's mit mir und dem nächsten Angriff. Gucken wir mal, ja, die zwei Troops, die haben wir dann auch noch. Ich weiß jetzt nicht, ob der King schon wieder, ja, der King ist auch schon wieder dabei. Sehr geil. Und sogar noch ein Lava-Hund. Oh, das ist ja ziemlich extremst nice. Ich glaube, jetzt ist es noch besser. Ja, wie gesagt, ich bin da so ein bisschen am Optimieren, dass der Greenscreen halt noch was besser... Ah, auch schon wieder 200k, Alex. Und der Inferno im Upgrade, der Magierturm down, der Magierturm down. Aber die Luftabwehr ist noch komplett da. Nee. Nee. Außerdem will ich ja... Naja, ich meine, ist egal, ob ich jetzt 200k, Alex ziehe und mir damit dann eine Mauer baue oder eben anders. Also das geht natürlich auch. 1,5k dunkles. Ach nee. Nee. Möchte ich nicht. Ah, oh, was ist denn hier kaputt, Alter? Seitdem ich hier in Kristall 1 bin, splasht der Loot ja so mega ab. Das ist ja mal richtig Hammer. Jetzt könnte ich halt überlegen. Die sind auf Multi. Ich könnte nicht überlegen, sondern ich mach's einfach. Ich meine, klar, ich hab keine Rage-Spells. Ganz klare Sache, ich habe keine Rage-Spells. Aber ich denke, ich hole trotzdem noch genug, weil wir reden ja hier von 500k von beidem. Selbst wenn das jetzt nur ein bisschen was wird, ist das ja schon mehr als genug bei anderen Raids. Gucken wir mal, was bei rumkommt, ob meine Helden noch was tackeln können oder wie auch immer. Ja, da und dann geht da doch schon garantiert. Ja, nice, das ist doch schon gar nicht so verkehrt. Die 50% werde ich nicht reißen. Glaube ich einfach nicht. Ah, guck mal, der King. So viel passiert da mit dem King jetzt auch nicht. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, oh, Inferno, Mega-Attacke und wie auch immer. Der geht komplett... Ja, nice. Leute, oh, geil, richtig cool.
dass die hier noch ziehen kann. Wie gesagt, da ist auch gleich Ende. Da, klar. Ja, das müssen wir ja nicht mehr riskieren. Da brauchen wir die Queen. Locker, locker, flockig, einwandfrei. Guckt mal, ich habe eh die Kasernen im Push. Was will ich denn mehr? Der will ja gerade was, ey. Der will ja. Ist ja richtig cool. So. Gucken wir mal. Nee, das ist echt. Oh, 2,2 Mille. Ich meine, da merkt man echt schon den Push. Da merkt man den Push. Und ich merke auch halt eben im dunklen Bereich, was ich auf jeden Fall dann auch gleich wieder abschütteln werde, dass ich dann halt sage, okay, das geht dann auf den King. Oder geht's. Ah, ich glaube, ich werde es im Labor verballern für die Walküre. Oder ich. Na, mal gucken, was bei rumkommt jetzt. Also es könnte ja auch sein, dass ich jetzt hier echt so megamäßig abgehe heute und vielleicht sogar noch 60k Dunkles habe, dass ich dann den Golem langsam auf 2 pushen könnte. Wäre auch mega nice. Fällt mir gerade ein. Aber dazu gibt es später mehr. So, YOLO, weiter geht's. Ja, weil ich will heute, also ich skippe euch dann halt logischerweise, weil ich euch das einfach nicht antun möchte, da, dass ihr irgendwie 5 oder 10 Minuten dann da sitzt. Warum passiert denn dann nichts? Erstmal vorher rauszoomen, wenn ihr in BlueStacks spielt, dass er da später nicht Probleme habt und dann einfach mal irgendwo eine Einheit setzt. Wäre dann nicht so der Knaller. Wäre natürlich geil, wenn ich jetzt nochmal ein Town Hall draußen finden würde. Auch wieder nett vom Alex her, aber zu weit verstreut. Nee, das ist nicht wirklich was. Ach, Lötchen. Ich sehe gerade, die fast sind die ersten 6 Stunden rum vom Aufnehmen heute, also beziehungsweise vom Bearbeiten. Also ich war kurz nach 12 hier, jetzt haben wir es kurz vor halb, nee, ja, 17:30 am Abend. Da seht ihr halt eben mal, wie mega viel Zeit drauf geht. Ich meine, klar, jetzt habe ich schon ordentlich was produziert. Nice. Cooles Ding. Aber wie gesagt, ist halt eben immer so eine Sache, dass es halt eben ein bisschen Zeit kostet, ganz klar. Hä, was? Die Boogies gehen noch gar. Ich wollte schon sagen, die Boogietürme gehen gar nicht rauf. Hä? So, klar, jetzt hatte ich relativ viele Luckys verballert. Ich gehe auch gar nicht weiter rein, weil no chance. Weil bringt auch nichts. Also wirklich bringt nichts. Das Dunkle, was ich haben wollen würde, habe ich da. Und alles andere ist out of range. Auf jeden Fall. Hier richtig fette Luftabwehr lohnt sich nicht für mich. Ganz klar. Da ziehe ich den Kürzeren und das muss ich einfach nicht haben. Wie gesagt, hier 18 Luckys, kein Thema. Die mache ich noch mit Loons wieder voll. Dann geht es wieder weiter. Gucken wir mal. Ja. Das bisschen warten war wirklich noch. Weil sonst sitze ich wirklich da. Ja, keine Troops. Das bringt nichts. Mal gucken, was hier noch rausgehauen wurde an Django Rache. Na, noch ein. Noch ein hinten ran. Der geht wieder down. Okay, also du wolltest die Clan-Truppen locken oder sowas. Warum hast du da nicht gleich mit dem Lava? Das ist ja. Wenn du eh in Lava und droppen wolltest, dann hättest du doch damit die. Re okay. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Also die Base, da hätte ich nur einen Lava-Hund genommen. Aber gut. Okay. Bin ich echt ein bisschen überrascht. Die hätte ich anders gemacht. Ich glaube, ich hätte sie nicht mal. Aber es kann natürlich sein. Ich meine, Meister 2 immerhin. Da will man dann schon alle Pokis mitnehmen. Sonst hätte ich nämlich gesagt, naja, hätte ja gereicht, wenn man nur das Rathaus wegsnackt. Und den Rest nicht, aber das sehe ich auch so.
Da macht das dann Sinn, doch den Sack zuzumachen. Aber die hättest du anders noch einfacher kriegen können, aber okay. Passt auf jeden Fall. 6 Stück weniger, ach kommt, egal. Ich habe noch King und Queen und ein Rage. Also von daher ist das ganz locker. Ein bisschen Gold. Aber gar kein Alex. Nee, das ist zu wenig. Ich sag mal, wäre es 100k Alex gewesen. Ja, nett. Aber wenn ich hier fehle, dann bin ich richtig am Hintern, weil ich dann nicht mein Bo- Oh! Geil, auf jeden Fall. Ah, nehme ich das Dunkle? Nee. Ich nehme nicht das Dunkle. Ich greife da an, wo er es, denke ich mal, am wenigsten erwartet. Und sage jetzt hier einmal komplett und dann bitte ein Rage. Und dann haben wir hier noch ein paar Luckys, die hoffentlich hier nochmal richtig was reißen. Und dann klar King und Queen noch rauf. Und gucken wir mal, was hier geht. Ich sehe gerade, ich habe zuvor gar nicht darauf geachtet, ob er ein Inferno hatte, aber da habe ich wohl wirklich Luck gehabt. So, und da sage ich mir jetzt wirklich, scheiß doch was da drauf. Da hat der garantiert seine ganzen Teslas versteckt. Was soll ich mir denn jetzt das Dunkle ziehen? Wenn ich es kriege, dann ist es schön. Wenn ich es nicht kriege, ist es nicht weiter wild. Weil ich nehme lieber den Rest. Also ich meine, wie gesagt, ich will meine Mauern weiterbekommen. Und King und Queen sind drin, na, das heißt, das Alex und das Gold ist weg. Das mal ganz klar. Das wollte ich jetzt nur mal ganz kurz richtig klarstellen hier. Und das sieht sogar noch so aus, als würde ich mir eventuell mit der Queen noch das Dunkle ziehen. Ah, der King hält nicht mehr lange. Der steckt hier richtig ein, auf jeden Fall. Na, bloß jetzt noch schnell. Genau. Nice, und ich habe sogar noch ein Schwein, was über ist. Ja, cool. Ja. Wie gesagt, was ist es? Es ist doch immer wieder die Queen, die einfach mal sagt, hey, komm, ich will das Dunkle. Es ist doch immer wieder dasselbe. Und ich höre noch nicht auf. Das will ich auch haben. Und ich höre immer noch nicht auf. Ich rage die, weil hier habe ich nur noch Fläche. Das ist noch Einzelschaden. Na komm, weg, weg. Queen, geh weg da. Ja, genau, gut. Und wie gesagt, Fläche und jetzt das Dunkle noch? Warum nicht? Und danach kann ich auf jeden Fall, weil gegen den King würde ich dann abkacken. Also jetzt in dem Bereich hier macht es mal richtig mega Sinn. Also der Push war richtig gut. Also heute hat sich das gelohnt. Ja, also wir können gleich mit dem Gold, können wir gleich die erste Mauer machen. Aber ich bezweifle, ob wir in der Zeit dann noch die zweite mit dem Alex ziehen können. So, den haben wir. Okay. A little bit schade, weil ich hätte lieber gerne erst die Luckys ausgebildet. Aber okay. Ich sehe gerade, die Rage-Spells, die hatte ich gar nicht gepusht. Also beziehungsweise die Zauberspruchfabrik an sich habe ich gar nicht gepusht gehabt. Aber komme ich auch so mit hin. Das ist eigentlich ganz safe. Jetzt halt eben nur noch online bleiben, klar, weil sonst wird man natürlich dann schon langsam komisch angeguckt von anderen Gegnern, die sich dann halt einfach mal alles ziehen möchten. Deswegen gibt es jetzt hier gleich wieder einen Cut. Jo, und da bin ich wieder. Und jetzt habe ich gerade gemerkt, dass die, also ich hatte hier die im Upgrade, die Luftabwehr, und hatte die hier. Und dachte mir, eigentlich ist ja auch ein bisschen sehr fail, weil eben hier in dem Bereich ja wirklich das meiste an Loot zu holen ist. Und dann sogar da noch die Luftabwehr gerade geupt wird. Dachte ich mir, ja, stellst du lieber mal ein bisschen um. Aber nichtsdestotrotz geht es natürlich jetzt weiter. Es werden wieder andere Noobs gekillt und andere Skiller hoffentlich auch hinters Licht geführt. Mal schauen, was hier denn noch so geht. Aber wie gesagt, lootmäßig war hier echt richtig was zu holen gerade. Da kann ich mich ja echt nicht beschweren. Da hat sich wirklich der Boost gelohnt. Und ich hatte jetzt 3 Kasernen, 2 Helden, also 50
60, weil ich die dunkle Kaserne auch noch gemacht habe. 60 Gems, das ist dann noch in Ordnung. Und wie gesagt, ging eigentlich wirklich gut, dass man immer noch was bekommen hat. Aber wie gesagt, ich glaube, das wird zeittechnisch dann echt ein bisschen schwierig. Also die 3 Mille im Gold werde ich kriegen, aber die 3 Mille im Alex, die werden es definitiv nicht. Dafür sind meine Truppen zu teuer, aber ich will halt nicht jetzt auf Bogies umsteigen und dann irgendwie eine halbe Stunde skippen, bis ich irgendwo mal ein Townhall snipen kann. Das ist dann irgendwo auch Blödsinn. So, schauen wir mal. 2500 ist schon ganz nett. Also 2500 Pokis. Aber wie gesagt, das ist halt nicht das oberste Gebot, sondern wirklich zu sagen, gut, okay, komm. Ich will halt Loot und eben besonders jetzt auch im dunklen Bereich, dass ich halt sage, komm, mindestens die 50 sollten heute noch fallen. Ah, nett, aber Infernos. Aber hier natürlich gleich 2 Goldlager, auf der anderen Seite auch 2 Goldlager, da aber definitiv die Teslas am Start. Nee, es könnt ihr sagen, was ihr wollt, Schisser oder wie auch immer, aber das ist es mir nicht wert. Da gibt's noch leichtere Gegner. Klar, die Suche nach dem Heiligen Gral, da brauchen wir nicht anfangen. Also klar gibt's überall irgendwo welche, die man ganz, ganz leicht wegziehen kann und die richtig geilen Loot haben, aber ja, wann hat man die mal? Die eierlegende Wollmilchsau. Ich müsste noch mal ein bisschen rauscrollen. Zack. Nix. Ja, inaktiv so ein bisschen, würde ich aber auch nichts drauf geben. Der kann auch einfach gerade kein Alex gehabt haben, aber ich meine, die Helden sind natürlich nix. 700 ist auch nett, aber nicht mehr. Also 1,7 wäre da schon in dem Bereich besser. 1,9, aber fette Infernos. 1,5, ganz nett. Luftabwehr nicht so doll. Ah, nee. Nee. Noch nicht so das Wahre. Ah, schade. Den hätte ich mir noch genauer angucken müssen. Der hatte 200k Gold. Aber was nicht ist, ist nicht. Jetzt habe ich meine, ich habe mir eine Verlängerung für Klinkestecker gekauft, dass ich dann eben bei einer Übertragung, wenn ich Skype oder sowas, nur ganz normal die In-Ear-Kopfhörer habe vom iPhone. Was natürlich mega splashig aussieht, den nehme ich. Aber jetzt habe ich die iPhone-Kopfhörer vergessen. Schönes Ding. Ah, wo greife ich am besten an? Egal. Hier und hier. Dass sie die hier nicht so, wer weiß wie, sich da austoben so lange, sondern dass die gleich loslegen hier. Gucken wir mal, was die Minions noch bringen. So, hier noch einen hin. So, und jetzt muss es reingehen langsam. Sonst geht es für mich schlecht aus. Ja, genau, rein. Und jetzt, weil wie gesagt, es muss das Alex fallen. Es muss, ja, nice. Oh, das sieht ja fett nach dem Overkill. Also, ein kompletter Overkill wird es nicht, auf keinen Fall. Aber sieht ja schon ganz nice aus hier. King ist down, kann ich mit leben. Queen regelt da, denke ich mal, noch ein bisschen was. Noch ist sie nicht deathmäßig, wer weiß wie, angeschlagen. Der nächste Magierturm, wir haben nur Fläche. Richtig geil, Rathaus geht down. Einwandfrei. Richtig nice. Gut gezogen, wenn die danach, nachdem sie das Rathaus platt gemacht hat, eventuell noch in Richtung Goldlager gehen würde, dann wäre das auch ziemlich cool. Wenn es nicht der Fall ist, ist es nicht so. Fertig. So, ja, dann ziehe ich die zurück. Das bringt's nicht. Ich habe einen Two-Star. Ich habe richtig gut Alex. Ich habe kein bisschen Dunkles. Alter, hatte der gar nichts oder...
wollte der mir einfach nicht alles geben. Danke. Ich will auch nicht der Arsch sein, logischerweise, aber ganz ehrlich. Ich guck mal gerade. Na, ich bin auch gerade so im Plusbereich. Dann kann man natürlich auch nicht sagen, hier, da muss halt auch was gehen. Zack. Gucken wir mal. Ja, weil ich will schon, wenn ich gerade reingekommen bin, will ich schon im Plus bleiben, auf jeden Fall. Das sieht sonst in einem Clan auch ein bisschen scheiße aus. So, dann geht's langsam in Richtung. Ja, 150 bräuchte ich noch. 150 Gold. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Boost. Auf jeden Fall. So, weiter geht's. Nebenbei kann der Lava-Hund noch ein bisschen höher gehen, genau, also beziehungsweise weiter gehen, dass ich den dann gleich nutzen kann. Na, 133, das wäre es schon mit dem Loot zusammen, aber ach, der Rest ist so, Der geht halt nicht. Ah, auch nice. Luftabwehr schlecht. 188. Ach komm, was soll's? Hauen wir den hier rein? Gucken wir mal, was wir hier noch. Wir haben nur ein Rage. Ich hau den hier hin. Jetzt geht da rein. Sonst gibt's Hauer von Papa. Echt. So, ich muss direkt reingehen, weil sonst kriege ich nix. Die Lager, die Sammler und Minen, die sind leer. Was, Alter? Jetzt gehst du mir schon auf die Queen? Na, hallo. Geh mir nicht auf die Queen. Ja, gut, okay. Gold ist schon mal gezogen. 50% kriege ich locker. Ganz ohne Probleme. Ich muss mit der Queen aufpassen, auf jeden Fall. Wo rennt die rum gerade? Da, okay. Oh. Ah, King! Oh, ja, man sagt nur so, oh, ja, ich muss auf die Queen aufpassen und dann der King geht down. Ja, wenn die so an komplett unterschiedlichen Stellen rumackern. Ja, okay, jetzt muss ich die Queen ragen, das geht gar nicht anders. So, jetzt gucken wir mal, ob wir da noch ein bisschen was gebacken kriegen. Ja. Aber das war's wahrscheinlich. Ich denke mal, na, wohl Gold. Nee, komm, das Gold, das, was ich nehme, das, was ich kriege, nehme ich noch. Ja, sehr geil. Hat ja nochmal eine untypische Wendung genommen. Aber das ist immer so. Dann sitzt du da und denkst dir, oh nee, jetzt kriegst du total auf die Fresse. Und dann, oh, zack, dann ist auf einmal nichts mehr da. Guck mal, Magierturm, aber jetzt die, da, der Bogiturm hinten. Ja, okay, jetzt ist sie eh genullt. Aber der Bogiturm hinten hat es dann versaut. Na, nett. 3 Mille, also gleich mal die nächste Mauer an den Start bringen. Und zwar nehme ich mir da einfach mal. Ach, kommt hier. Was soll's? Ihr sollt ja sehen, was ich habe. Gucken wir mal hier. Basteln wir mal hier noch ein bisschen rum. Dass man wirklich sieht hier gleich, okay, es geht so ein bisschen ins Gesicht. Die 9er Mauer nehme ich mir. Genau, ja, ich dachte, wo ist denn jetzt meine 9er Mauer hin? So. Und das sieht schon mal männlich aus. Das sieht männlich aus, das kann man anfassen. Das kann man anfassen und man kann sagen, ja, es ist schön. Hört sich irgendwie ein bisschen komisch an. Aber so ist das halt. Jetzt muss ich auf jeden Fall das Elex loswerden. Und das reicht nicht mal mehr für den nächsten Angriff. Ich muss das Elex loswerden und würde sagen, ich ziehe eine Mauer auf 9. Oder? Ich kann. Nee, ich hab keinen Bock jetzt so zwei Sachen so relativ weit oben zu haben. Also knapp 50k Dunkles und dann wiederum auch wieder bald 2 Mille an Elex. Da kriege ich garantiert auf die Fresse. Und darauf habe ich dann auch keine Lust. Und wiederum, sind wir mal ehrlich, alles andere, was ich hier jetzt upgraden könnte, sind nur die Zauber, die ich eh nicht verwende. Diese Zauber verwende ich nicht.
Somit stören die mich jetzt momentan eher mal gar nicht. So, gucken wir mal. Ich habe nichts mehr drin, klar, weil ich es alles genommen habe. Mal gucken, ich meine, dann, ich bin ja jetzt noch nicht lange drin, aber habe schon ordentlich hier rausgehauen und eben auch gut gespendet bekommen. So ist es nicht. Heute werde ich es nicht mehr auf Meister machen. Das ist mir zu weit. Obwohl, wenn ich jetzt noch ein paar Verteidigungen machen würde, wenn ich jetzt die Verteidigungen durchforste, würde da noch was gehen. Auf jeden Fall. Ah, ist so eine tricky Geschichte. Echt. Also auf 3 Mille komme ich nicht mehr, das weiß ich hundertprozentig. Wir haben es jetzt 6:30. Man könnte nochmal pushen, möchte ich aber nicht. Ich möchte mich nochmal ein bisschen ums Forum kümmern. Und dann ist das schick. Ja, genau, jetzt hier nochmal 30. Ja, nicht so, nicht zu viel. So ist okay. 30. Oh, also es, wie gesagt, es war ein super Erfolg, kann ich gar nicht meckern. Aber ich höre auf. Ich mach. Hier, gucken wir nochmal kurz rein. Ich glaube, jetzt müssten es 18er Mauern sein. Genau, 18er Mauern. 4 9er. Jetzt würde ich nochmal eine auf 9er nochmal bringen. Nett. Auf jeden Fall nett. Und nicht zu verachten, wie ihr sagt, eben auch wieder die knapp 50k Dunkles, die ich, ja, wie gesagt, in irgendeine Truppe jetzt noch stecken werde. Also wenn es jetzt wirklich die 50 sind, dann werde ich die Walküre auf 2 machen. Dann werde ich die Walküre auf 2 machen, dass ich da dann safe bin. Aber das werde ich auch erst vielleicht übermorgen, weil wie gesagt, wenn ich nicht im Push bin, ich greife über den Tag nicht so fett viel an, weil halt die Truppen auch eine Weile brauchen, ganz klar. So, ja, wie gesagt, hier Push ist gleich durch. Dann hauen wir hier nochmal. Oder hauen wir nochmal irgendwelche Ecken. Bloß dann muss ich die mir wieder zusammensuchen. Nee, ich hau. Hatte ich noch eine andere Ecke? Hier, die Ecke zum Beispiel hatte ich auch noch. Weil ich es mit den Ecken wirklich hatte. Hier, ich suche mir jetzt einfach hier die Ecke zum Beispiel, die ich dann relativ schnell wieder finde. Genau, hier, dann kommt der Scheiß. Weil das ist effektiv wirklich, da eine Mauer auf 9 zu haben, ist Quark. Die ist selber auch schon Quark eigentlich. Hier, dass wir das so machen. In dem Bereich hier wieder. Der kommt jetzt da rein und die. Ach so, ah, ich hatte meine Mauer schon abgegradet. Okay, dann habe ich da. Obwohl ich fast sagen würde, hier wäre es nice. Hier wäre es nice. Dann gucke ich mal, wie gesagt, immer wieder diese Koppelstücke oder die, ja, Kreuzungsstücke, dass ich die dann wieder habe. Ich brauche verstärkt kommen. Ja, hier, wen interessiert es? Dann hau mal. Bitte nur Bogies und wenn ihr habt Magier, dann ansonsten nicht spenden. Okay, dann ist das in Ordnung. Das ist eine eindeutige Aussage von Marcello. Und die sollte man dann auch berücksichtigen. Wie gesagt, wenn man genau weiß, was man möchte, ist das auch vollkommen in Ordnung, dass man das auch null bekommt, ganz klar. So, ja, Alex-mäßig. Schade. Aber wie gesagt, halt eben dann kein Grund, um traurig zu sein, beziehungsweise dass man dann irgendwie angegriffen wird. Ja, und das war's schon vom Push. Und das war's dann auch zum Video. Ist ein mega langes Video geworden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und. Wie gesagt, nochmal, um zu rekapitulieren nochmal, wie gesagt, geht jetzt mittlerweile, dass ihr im Forum, also in dem neu erstellten Forum YouTube-Connection reinkommen könnt. Wie gesagt, es könnte sein, dass es noch auf YouTube-Connection.profi-Forum, nee, forumprofi.de läuft. Guckt einfach mal rein. Ich wünsche euch was, reingehauen, ciao, ciao.